Leute, da ich leider nicht weiß, was eine Crib ist, baue ich jetzt einfach einen Scheißhaufen. Wir brauchen braune Wolle, schwarze Wolle, ein bisschen braunes Glas für den Touch, für den Turn. Oh, Leute! Was geht ab? Damit kommt zu einer weiteren Folge bei Crop! Ja, ihr wisst, meine Masterbuilder-Skills sind, fresh. Okay, an die Regie, könnten wir einen krassen Effekt einbauen, wenn ich so mache? Mein Name ist Jeff. Wie? Das geht nicht! Ihr seid doch alle für die Tonne, also wirklich. Also Jeff, ne. Ja, Leute, ich zocke heute mal wieder. Mein Mikro ist irgendwie schief, wartet mal. Ja, Leute, ich zocke heute endlich mal wieder Minecraft Master Builders, weil ihr euch das einfach richtig oft gewünscht habt, weil ihr euch fragt, wo dieser Stuhl herkommt, weil das habe ich in den letzten Videos oft in den Kommentaren gesehen. Checkt auf jeden Fall mal das Video hier oben in der Ecke ab, um es euch nachzuschauen. Dort findet ihr alle Informationen zu dem Stuhl. Leute, bevor wir loslegen mit Minecraft Master Builders, muss ich noch zwei Sachen sagen. Zuerst einmal, wenn ihr Minecraft Master Builders sehen wollt, lasst mal den Daumen nach oben da, wenn du neu auf diesem Kanal bist, nicht vergessen zu abonnieren. Und ihr wisst es, mein Postfach ist in der Videobeschreibung. Ich habe mal wieder richtig viel Fanpost bekommen. Also Leute, das freut mich immer riesig und das fällt hier alles schon runter, weil es ausgepackt werden möchte, Leute. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr mir was zuschicken wollt, Postfach ist in der Videobeschreibung verlinkt und ich würde sagen, wir starten jetzt endlich mal durch. Oh mein Gott, das Spiel startet endlich mal, wenn ich in der Lobby bin. Ich glaub's ja nicht. Okay, Leute, unsere erste Runde. Ich hoffe, wir kriegen ein nicht zu schweres Thema, weil ich kann nichts. Wir müssen eine Polizei bauen. Also das Thema ist Police, aber wir können eine Polizeistation bauen. Aber das ist viel zu schwer für mich. Ich glaube, ich mache einfach eine Straße. Dazu brauche ich... Warum gibt es keinen Teppich? Oh Mann, Leute. Wir brauchen Dekoration. Ich brauche erst einmal eine Straße. Ja, wunderbar, Leute. Und dann machen wir jeweils drei Teppich rein außen rum. Ihr fragt euch jetzt sicher, was das wird, aber Leute, ich sag's euch, am Ende wird das aussehen wie ein Kunstwerk von... Oh mein Gott, wenn ich jetzt in Kunst aufgepasst hätte in der Schule. Van Gogh? Gibt es einen Künstler, der Van Gogh heißt? Ich glaube ja. Ich bin hier der größte Künstler. Oh ja, Anna, ich weiß, dass du der größte Künstler überhaupt bist. Leute, seht ihr das auch so? Schreibt mal in die Kommentare, wie süß Anna heute wieder aussieht. Okay, Leute, ich verkacke sie die ganze Zeit, den Teppich zu setzen. Das kann es irgendwo ja auch nicht sein, oder? Verdammt! So, wir sind jetzt fast fertig hier. Komm schon. Nee, noch einen weiter. Oder? Nee, gar nicht wahr. Der muss einen weiter. Zack, zack, zack. Nein! Da! Und Bats! Jetzt müssen wir das Ganze nur nochmal auf der anderen Seite machen. Und Leute, dann muss ich ein verdammtes Auto bauen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich mache einen Polizisten, der dann gerade bei einer Überfahrmission ist. Also nicht Überfahrmission, aber bei einer Polizeikontrolle. Oh Mann, 3 Minuten noch. Und ich glaube, das wird eine ganz schöne Grütze hier. Okay, Leute, wir sind jetzt hier fast fertig mit der Straße. Ich glaube, ich mache noch so Umrandungsdinger. Also so einen Stein oder so, wie man den hier halt nennt. Den, ja! Dann sieht das halt wirklich aus wie eine Straße und nicht nur wie so ein Amateur-Ding. Nicht, dass ich ein Amateur wäre, Leute, aber ihr wisst, wie ich das meine. 2 Minuten noch. Wie soll man das denn bitte schaffen in der vorgegebenen Zeit? Ich könnte mich jedes Mal über die Zeit aufregen, mein Masterbuilder. Jetzt brauche ich, was brauche ich? Ich brauche schwarze Wolle für ein Rad. Ja, und dann hört es auch schon auf. Ich habe keinen Plan, was ich sonst noch brauche. Mein Auto soll welche Farbe haben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Erstmal die Räder. Oh yeah, das sieht doch geil aus, oder? Es muss ja nicht aussehen wie ein Formel-1-Wagen. Es ist ja nur ein Auto, Leute. Es ist ja wirklich nur ein Auto, ne? Ich mache das, glaube ich, ganz klassisch. Ich setze da einfach so ein paar Dinger hier rauf. Und dann mache ich das nämlich so. Oh mein Gott, 1 Minute noch. Ich glaube, es flippt. Da vorne muss eine Fensterscheibe rein. Und hier kommt ein Villager rein. Jetzt brauche ich nur eine Glasscheibe. Komm schon. Nein, das sieht kacke aus. Ja, das geht doch, oder? Und jetzt brauchen wir eigentlich noch ein Polizeiauto, aber ich habe keine Zeit mehr. Ich brauche noch ein Schild. Wo ist ein Schild? Policeman. Oh mein Gott, ich hab's doch geschafft. Ja! Okay, ich hoffe, meins ist nicht zu schlecht. Oh Mann, warum habe ich nicht einfach so ein 2D-Art gemacht? Das wäre viel einfacher gewesen. Da ging mal wieder Grüße raus an mein Gehirn. Vielen Dank, dass du da nachgedacht hast. Och Mann, sowas hätte ich auch hingekriegt, Leute. Okay, irgendwie haben das alle gebaut. Die sehen irgendwie alle aus wie ein Sheriff. Ich gebe mal ein It's okay, weil wenn ich zu gut bewerte, dann gewinne ich nicht. Nein, ich gebe ein Gut.
Oh Leute, ich bin so gespannt, ob Mainz in die Luft fliegt oder nicht, aber ich denke mal nicht. Er hat ein Polizeiauto gebaut, das finde ich persönlich nice, aber für 5 Minuten ist das echt ein bisschen mau. Überlegt mal, er hat 5 Minuten Bauzeit und was ich geschaffen habe, ist wirklich legendär. Also ich will wirklich keine Färbung machen, aber ja. Okay, das ist ein bisschen mau. Das Einzige, was halbwegs gut aussieht, ist das Polizeiauto und den Rest kannst du echt vergessen. Oh Mann, Leute, die sehen alle total cool aus. Warum bin ich so unkreativ? Oder ich bin einfach zu kreativ und denke einfach um die Ecke, Leute. Kann das sein? Oh mein Gott, Leute, Mainz ist dran. Yeah! Okay, ich hoffe, das fliegt nicht in die Luft. Es ist nicht hochgeflogen! Ja! Okay, da steht ganz fett Police. Also da gebe ich mal... Also das ist keine Leistung, Leute. Damit in der Schrift hinzuschreiben, dass es um eine Polizei geht. Na, ich gebe meh. Regie, was meint ihr? Gewinne ich? Mein Name ist Jeff. Ja, Jeff, ich weiß, dass dein Name Jeff ist. Das musst du mir nicht immer sagen. Okay, hier haben wir ein Polizeiauto, was halt gut und gerne über beide Spuren fährt. Hab ich so noch nie gesehen. Ich will zur Siegerehrung. Was ist das denn, bitte? What is that? Oh mein Gott, Leute, Siegerehrung! Komm schon! Ernsthaft? Ich bin Viertletzter geworden. Ich war verdammt stolz auf mein gebautes, ja? Wisst ihr, alle bauen nur so einen lächerlichen Polizisten, ja? Ich denk mal weiter als über den Toastrand hinaus, ja? Ich beschmier's nämlich erst mit Nutella, okay? Okay. Okay, Leute, zweite Runde. Ich bin gespannt. Okay, die Map sieht schon mal... Ja, ich weiß nicht, wie kommt man auf die Idee, sowas zu bauen? Leute, was ist eine Crip? Ich will nicht sagen, dass ich in Englisch scheiße bin, aber was ist eine Crip? Leute, da ich leider nicht weiß... Was eine Crip ist, baue ich jetzt einfach einen Scheißhaufen. Wir brauchen braune Wolle, schwarze Wolle, ein bisschen braunes Glas für den Touch, für den Turn. Okay, wir bauen jetzt hier den größten. Wir bauen wirklich den allergrößten Scheißhaufen. Okay, das ist schon mal asymmetrisch. Grüße gehen raus an meine Geometrie-Kenntnisse. Ja, scheiße. Leute, versteht ihr den Witz? Es ist scheiße, weil ich einen Scheißhaufen baue. Ja, ich halt die Fresse. Oh Mann, wir haben nur noch 3 Minuten, das wird verdammt scheiße. Nein, mach jetzt nicht den hier, ich habe keine Zeit. Wir haben erstmal eine Scheißhaufenpyramide, das ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß, dass man noch so eine Drehung reinkriegen kann in den Haufen, aber ich weiß leider nicht wie. Oh mein Gott, Leute, ist das fancy, was ich hier gemacht habe. Die Spur von dunkler Kacke zieht sich rechts am eigentlichen Kackhaufen nach oben. Das ist ganz großes Niveau. So, dann bringen wir noch mal andersfarbige Kacke mit rein. Oh Leute, ich habe so einen Schaden, ne? Echt, ich bin so ein Holzkopf. Also echt, mir ist nicht mehr zu helfen, glaube ich. Ja, also ich finde, von vorne sieht es wirklich aus wie ein Scheißhaufen. Ja, ich glaube, ich mache hier überall noch mal so ein bisschen andersfarbigen Mist rein. Mist passt auch, Leute, weil es sich um Kacke handelt. Um Gottes Willen. Oh, ich bin so ein Scherzkeks heute. Oh mein Gott, ich habe ganz braune Kacke gefunden. Und jetzt schreibe ich noch hin... I don't know what Crip means. Oh mein Gott. I don't know the translation for Crip and that is shit. Oh mein Gott. Und dann habe ich einen Scheißhaufen gebaut. Verdammtes Rumsteg, Leute. Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare. Meint ihr, dass Mainz in die Luft fliegt? Aber seid bitte ehrlich, okay? Ich hoffe nämlich nicht. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich hätte auf meinen Scheißhaufen noch so Dämpfe draufsetzen sollen. Das wäre noch richtig special gewesen. Okay. Sorry, sorry, sorry. Keine Ahnung, sorry. Also Thorsten B2, ich weiß, wie es dir geht. Du hast nicht gewusst, was eine Krippe ist. Aber da hättest du auch kreativ sein können und einen Scheißhaufen draus machen können. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, Leute, der Scheißhaufen. Woo! Ey, nehmt doch mal bitte dieses My Eyes Are Bleeding weg. Nein! Leute... Für mich ist gerade eine Welt zusammengebrochen, okay? Es fühlt sich so an, als würde man die Spülung in einem Klo betätigen, ja? Jetzt würde ich einfach weggespült werden. Es wäre jetzt natürlich noch interessant zu sehen, wo ich jetzt in der Platzierung gelandet bin. Ob auf dem allerletzten Platz, dem vorletzten Platz, dem davor oder... Vielleicht bin ich ja doch gar nicht im Rating drin. Siegerehrung in 3, 2, 1! Und ich bin Letzter geworden. Geile Nummer! Ja! Leute, meine Stimme ist irgendwie weg und das war's mit dieser Folge Minecraft Master Builders. Ich hoffe natürlich zutiefst, dass es euch gefallen hat. Wenn du es nicht vergessen, den Daumen nach oben zu geben. Leute, ich bin wirklich ein bisschen heiser. Also heute wurde viel rumgeraged. Auf jeden Fall, Leute, nicht vergessen zu abonnieren, wenn es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, haut rein und ciao.